Das ist eine gute Frage, weil sich die Gefühle ähneln. Jeder Mensch hat eine andere Schmerzgrenze und das gilt sowohl für den körperlichen als auch den seelischen Schmerz. Eine seelische Verletzung kann so ewig anhalten wie ein Phantomschmerz. Und meine Botschaft in dem Roman Zerbrechlich ist, dass die Anhäufung seelischer Schmerzen, mit der Charlotte alleingelassen wird, sehr viel größer ist als der körperliche Schmerz, den ihre Tochter ein Leben lang empfinden wird. Das letzte Mal, als ich einen Schlag in der Magengrube fühlte, war, als mir mein zweitältester Sohn einen Aufsatz zeigte, den er für die College-Aufnahmeprüfungen geschrieben hatte. Es drehte sich alles um seine Liebe für die Musik und vor allem das Singen. Das hat etwas damit zu tun, dass er aufgrund einer Erkrankung fast nichts mehr hören kann. Für ihn bestand das Wunder darin, dass er singen kann, obwohl er sich dabei selbst so gut wie nicht hört. Das hat mich weit in die Zeit zurückgeworfen, als wir all diese Untersuchungen im Krankenhaus machen mussten. Es hat mich zu Tränen gerührt. In dem Fall von Zerbrechlich kannte ich in meinem privaten Umfeld kein Kind mit der Glasknochenkrankheit, kurz OI genannt. Aber ich weiß sehr genau, wie wichtig es ist, der beste Fürsprecher des eigenen Kindes zu sein, ob in der Schule oder bei den Ärzten. Ich kann mich sehr gut in die emotionalen Zustände der Mütter hineinversetzen. Was ich allerdings nicht kannte, war, wie es ist, mit einem Kind zu leben, das an OI leidet. Deshalb habe ich zwei Familien besucht, deren Kinder an Osteogenesis imperfecta erkrankt sind. Ich habe viel Zeit damit verbracht, mit den Kindern zu spielen, sie zu füttern, sie anzuziehen, mit ihnen zur Schule zu fahren. So habe ich ihren Alltag sehr genau kennengelernt. Man kann OI mit dem Begriff Down-Syndrom ersetzen oder mit seltenen Herzdeformationen. Aber durch den wissenschaftlichen Fortschritt sind wir nun in der Lage, in die Zukunft unserer Kinder zu sehen. Wir wissen, was passieren wird, wenn sie eine Veranlagung zum Krebs haben, zu Herzschäden oder Ähnlichem. Aber berechtigt uns die Möglichkeit, Krankheiten frühzeitig zu erkennen, zu entscheiden, ob ein Kind geboren werden darf? Ich will nicht für alle Eltern sprechen, aber meine Antwort lautet, die Entscheidung hängt davon ab, wer man ist, wie die familiäre Situation ist und wie viel man ertragen kann. Einige Eltern mit behinderten Kindern sind großartig und bieten ihnen ein wunderbares Leben. Aber andere sind von dieser Art Belastung leider einfach überfordert. Ich schreibe über diese Themen, weil ich die beste Mutter von allen sein will. Aber ich kann mein ganzes Leben darüber schreiben, ohne eine Antwort zu finden. Ich arbeite sehr intensiv an den Charakteren meiner fiktiven Mütter. Manchmal sind sie sehr charakterstark und manche treffen die falschen Entscheidungen, so wie Charlotte. Und ich finde es dann nicht gut, obwohl wir daraus lernen können. Ich verstehe durchaus ihre Beweggründe, wenn Mütter alles für ihre Kinder tun würden, selbst wenn die Familie auseinanderbricht. Für mich als Mutter ist es wichtig, die richtige Balance zu finden, um sich ernsthaft und ohne Vorbehalte für ein Kind einzusetzen. Aber das geht nur, wenn man niemanden dabei verletzt, den man liebt.